Na Team, ganz schön schlechtes Wetter heute, oder? Ja, das kennt man schon. Ist schon ziemlich kacke. Aber Elmar, bei dem Wetter solltest du wirklich nicht so kurze Hosen tragen. Es ist, glaube ich, ziemlich kalt. Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles X. Yeah! Ja, genau. Willkommen zurück. Ich hab wieder gespielt. Und zwar eine Menge. Eine Menge. Level 28 habe ich mittlerweile hingekriegt. Und ich habe Irina wieder aufs Teamniveau gebracht. Was das Level angeht. Titan Jaguar 10, das hatten wir ja schon am. Hatten wir das am Ende der letzten Folge? Des letzten Mal schon. Auf jeden Fall bin ich mit Titan Jaguar jetzt voll. Ich muss schauen, ob wir das so machen, dass ich zwischendurch einfach mal andere Klassen vorstelle. Und wenn es wieder storybedingt weitergeht, dass ich dann wieder zurück zum Titan-Jaguar schalte. Oder so. Blade Level habe ich jetzt schon die Hälfte wieder voll. Und die Ausrüstung habe ich jetzt auf Sakurabas goldene Rüstungsteile gebracht. Ausgemaxt, glaube ich, auf alles, was geht. Und naja. Mal 30 Punkte mal eben so. Schön. Team Ausrüstung. Ja. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir setzen uns jetzt nicht mehr so fett an die ganzen. Hier ist übrigens immer noch die Arme. Und ich habe einfach mal wieder, auch wenn sie arschteuer waren, die extra Arme dazu gekauft. So. Elmar hat diesmal so eine Weste an, wie Irina zum Beispiel damals oder immer noch hat. Ach ja, und ich habe einen fetten Kopfhörer gebastelt. Und zwar mit EP3, EP3. Und den habe ich dafür benutzt, weil Elmar hing als letztes ein bisschen hinterher, um alle immer so auf Teamniveau zu halten. Denn wenn ich allen was einen Kopfhörer mit EP2 gebe, dann naja, dann passt das. So, kann ich hier den Helm geben und kann dann gleich in der Ansicht irgendwas anderes reinhauen. Oh, hier. So. Ja, habe ich dann allen so EP2 gegeben, und dem, der hinterher hinkt, der hat jetzt zweimal EP3 drin. Und das sieht ganz, also das passt ganz gut. Das passt eigentlich ziemlich gut. Ja, um alle auf Teamniveau zu bringen. Also würde ich ein neues Teammitglied nochmal nehmen müssen, für die nächste Mission, dann würde ich halt der Person EP3 reinhauen, damit die auch schnell mitlevelt. Ich habe einen neuen Punkt gefunden, an dem man gut leveln kann. Mal wieder. Und zwar ziemlich gut. Also ich habe da die Level binnen einer kleinen halben Stunde habe ich 3 Level gemacht. Also das war schon ziemlich krass. Na, wo bist du denn? Was mache ich denn da? Falsch. Da. So. Bei Lin sieht das einfach so lächerlich aus. Komplett lächerlich. Aber sie ist nun mal ein Tank und die sollte eigentlich Tankkleidung tragen. Oh, habe ich viel Zeug, aber ich will das noch nicht alles verkaufen. Eigentlich will ich es verkaufen, aber da bin ich zu faul. Vor allem, weil das auch so viele spezielle Attribute dabei sind, bei denen ich mir denke, die könnten vielleicht nochmal nützlich sein. Na, ich sollte das wirklich alles mal verkaufen. Ich glaube, ich bin schon mal vorbei, ne? Da. Und so. Sieht ja schon gleich besser aus. Ja, bei Irina will ich es tatsächlich sogar lassen. Das sieht mir aber eigentlich ziemlich, ziemlich krass aus. Und passt zu ihr. Vergleichsweise. Aber
guck mal. Die Farbe der Schultern in, gehört noch zum Dingens. Zum Outfit. Vergleichsweise. Ja, aber so mit diesen Armrüstungen, das weiß ich nicht. Das gehört halt zusammen. Weil das halt diese Ärmel dazu sind. So. Ich habe übrigens ein bisschen gefarmt auch. Ich weiß jetzt, wo man die einzelnen Teile der EP-Verbesserungen für die Upgrades kriegt. Und da habe ich, deswegen konnte ich mir auch EP3, dieses Schmuckstück da kaufen. Für die Verbesserung. Denn, ja, ich weiß jetzt, wo man die farmen kann und da bin ich eigentlich ziemlich froh drüber. So kann ich nämlich irgendwann so richtig fett auf was auf EP geben, um in den High-Level-Bereichen später auch gut leveln zu können. So, Erweiterung, Quatsch, erstmal Sponsoring, wir haben ja wieder 15.000 dabei. Da komme ich übrigens immer drauf. Immer drücke ich A und dann drücke ich instinktiv B, obwohl ich es gar nicht müsste. So. Meredith hauen wir mal. So. Ja. So, Erweiterung für den, für jeden Bedarf. Ab sofort serienmäßig den Wandel, denn Wandel heißt Wachstum. Genau. Und stichfest. Hallo liebe Kunden, lieber Kunde, unsere Produkte haben jetzt super tolle super tollen Schnickschnack dran, der alles viel stärker macht, ja? Wir dachten, das gefällt dir sicher. Schön. So, wir müssen noch ein bisschen über und den hauen wir, weiß ich nicht. Ich glaube Granada, ne? Weil die Waffen von Granada sind eigentlich ziemlich krass. Rein. Passt. Ja, ich war zwischendurch tatsächlich, was die Credits angeht, sogar schon noch im vierstelligen Bereich. Das war ziemlich teuer, unsere Ausrüstung. Das war, ja. Aber da wir pro Intervall... Was war das? Lass mich eben gucken. Da wir pro Intervall... 10.000 Einnahmen bekommen und die Intervalle für die Einnahmen eher kommen als die für die Smiranium, ging das eigentlich ganz flott. So, Mission! Ich habe mir überlegt... Alter, 42 Stunden. 43 sogar fast. Ich habe mir überlegt... guck mal, der läuft rückwärts da rein. Das sah ja cool aus. Dass wir jetzt endlich schnellstmöglich mal auf... Ach, du bist wieder ein Random. Dingens. Apropos, genau. Ich bin jetzt den Harriern beigetreten. Die Harrier sind nämlich im Vergleich zu den Interceptern die Nahkämpfer. Und das Doofe ist jetzt, ich habe alles so auf Nahkampf ausgelegt. Dabei sind Elmer und Irina ja Interceptor. Das heißt, die haben einen von Natur aus einen Fernkampf-Buff. Und ich als Harrier habe jetzt einen Nahkampf-Buff. Und eigentlich hätte ich den alles von Granada kaufen müssen. Und es ist mir halt zu spät eingefallen, da dachte ich, scheiß drauf, pack Nahkampf rein, so krass. Also wirklich, das müsste im High-End-Bereich später, ganz viel später, vonnöten, also von Wichtigkeit sein. Aber im Moment, finde ich, ist das noch, na, Haarspalterei, ganz ehrlich. So, ich habe mir überlegt, jetzt, die nächste Mission wird die sein, nicht erstmal die Mission alle zu machen, so und so nach und nach, sondern erstmal schnurstracks endlich versuchen, den Scale zu bekommen. Ich habe jetzt schon 43 Stunden gespielt und immer noch keinen Scale. Ich glaube, andere Leute haben es nach in viel, viel schnellerer Zeit einen Scale schon. Und ich will jetzt endlich Scale fliegen und steuern und alles und ja... wo bist denn du? Hier, Division kontaktieren. Sollt entgegennehmen. Wir haben hier 1000 Spannungspunkte, wenn sich auf alle... Ah, cool.
Ach, ich hätte nur eine Wahl gehabt. Na gut, habe ich jetzt 10.000 Credits bekommen. Egal. Übrigens habe ich herausgefunden, dass wenn man seine Spannungspunkte, also das, was gerade bei allen auf 0 ist, auf 3.000 hat, dann kann man sowohl übertakten, als auch ein Teammitglied mit wiederbeleben. Das habe ich so beim Bedienungsanleitung durchstöbern herausgefunden. So. Lass mich kurz was gucken. Da! Pathfinder in Not, erforderlicher Level 19. Krass. So, ja, unsere Hauptmission wird jetzt sein, als Geld zu bekommen, und dementsprechend wollen wir so schnell wie möglich erstmal eine Story weitermachen. Und für die Story müssen wir jetzt, das lockt uns 20%, das ist abgeschlossen, und jetzt noch die Pathfinder in Not machen. Und die steht hier. Ne, die steht nicht hier, die steht dort. Kapitel 5 abschließen. So. We have visitor. So, that's the story. I know it'll take you through some dangerous territory, but they're almost out of supplies. I'm a bit surprised. Pathfinder should know better than to get stranded out there. Whose team is it? Believe it or not, it's Lao's. Really? Lao? I thought he was pretty on the ball. If only everyone organized and together like Tatsu. Lao's plenty capable when he actually gives a damn. How do you mean? Lately, the slacker's been wandering off mid-mission, leaving his men to do the heavy lifting. Who knows what the hell that boy's thinking? If he is, he ain't said a peep about it to me. Maybe muscles and mustache scare Lao away? Yeah, maybe. I mean, yeah. Wait, what'd you just say? Well, whatever's up with Lao, his team still needs our help. Right. No time to waste. And thanks. Alles klar. Ich glaube, die Mission wird nicht so knackig schwer, vor allen Dingen, wenn wir 28 sind und die eigentlich für Level 19 ist. Deswegen gehen wir nochmal eben schnell. Und suchen uns mal eine neue Klasse aus. Ich würde den Stratos-Adler erstmal bevorzugen, also erstmal weiter beim Stürmer bleiben. Oder wir gehen mal in den Gardisten rein. Sturmgewehr und Langschwert. Ich meine, unsere Nahkampfwerte... Na gut, die sinken dadurch ab, dass wir eine andere Waffe nehmen müssen, die halt nicht dreimal Nahkampf 5 da drin hat. Aber gut. Den Repressor habe ich mal kurz probiert, deswegen hat er schon 5 Punkte. Einfach nur mal so just for, um reinzugucken. Aber ich weiß nicht. Samurai Pistolero ist halt... Und der Protektor. Und das Bollwerk natürlich. Elite-Dominanz. Protektor ist ja... Lin. Und was war... Warte mal. War Irina nicht Repressor? Repressor Plus? Kann man hier nicht gucken. Schade. Nicht mal hier. Doch, da oben. Manipulator Plus. Killerson. Wo ist denn der Manipulator? Da. Strahlenkanone und Messer? Ach, ist das die Tatsache, dass es Plus ist? Weil sie ist ja Manipulator, kann aber Sturmgewehr benutzen. Das ist schon interessant.
Ich frage mich, ob das Vorzüge hat, mehrere Sachen zu können. Ach, gut. Also wir sind auf jeden Fall im Nachteil, wenn wir da was machen. Aber ich glaube, wir machen mal... Ah, Stratos Adler oder... Nee, der ist eigentlich auf... Wir nehmen mal den Gardist. So, wir haben natürlich jetzt andere Waffen. Deswegen decken wir uns mal eben schnell im Waffenshop ein. Beziehungsweise... Team, Ausrüstung... Das ist schon ziemlich genial, so ein Schwert. Ein Langschwert. Aber mit irgendeiner Weise irgendwie ein Langschwert? Wieso kann ich die ausrüsten? Heißt das etwa das, was ich gerade denke? Scheiße, wie sah nochmal meine Waffe aus, meine Standardwaffe? Da. Tatsache! Geil! Da, das bedeutet das mit dem Plus. Wenn man Klassen benutzt, also schon, wenn man schon mal Klassen benutzt hat, die, das ist ja genial. Ich habe zwar jetzt andere Skills drauf, aber... Wenn ich die so ein bisschen, wenn ich die Klassen ausgemaxt habe, dann bin ich in der Lage, die Waffen zu benutzen. Das ist ja echt genial. Scheiße, wie sah jetzt unsere Waffe nochmal aus? Da. Nee, da. Nee, da. Ist ja nicht dein Ernst. Das ist ja richtig genial. Das ist mir vorhin, als ich das erste Mal die Klasse so random gewechselt habe, mir gar nicht aufgefallen. So. Ist nicht dein Ernst, oder? Ich kann sogar meine alten Sachen benutzen? Wie genial ist das denn? Wie genial zur Hölle ist das denn? Zündung war das, ja. Die wollte ich schon mal, eigentlich schon mal probieren, ne? Die Tatsache, dass ich eher übertakte mit meinen Spezialpunkten, als dass ich noch so einen Buff benutze, bedeutet eigentlich nur, dass ich weniger Buffs reinhaue, wie zum Beispiel die dürstige Klinge natürlich, um mich später noch zu heilen, aber so gesehen, und das Blutopfer natürlich, um Spannungspunkte aufzubauen. Machen wir das mal so. Ich bin jetzt Gardist und kann einfach alles benutzen, was ich vorher hatte. Habe ich überhaupt irgendwelche Nachteile jetzt? Das ist ja echt genial. Nun kann man dann später alle Gardistenfähigkeiten suchen und dann kann ich alles so zusammensuchen, wie es mir am coolsten passt. Wie krass ist das denn? Ja, geil. Aber nach Oblivia. Ich habe ja schon mal erzählt, wenn wir eine Harmoniemission antreten, dann laufen wir. Einfach nur wegen dem besseren Feeling so schnell reisen. Dann kommt er gar nicht mit, wo ich gerade hinreise. Das macht also bei normalen Missionen eigentlich wenig aus. Aber wenn man so eine Mission macht, dann schon eher. Wo müssen wir denn genau hin? Oblivia, waren wir da schon? In dem Gebiet? Oh. So rein theoretisch waren wir da noch gar nicht. Jetzt würde ich hier gerne wieder einen Pathfinder nehmen, einfach nur, weil ich die Punkte haben will. Übrigens, punkte technisch ist das genial. Als Harrier
bekommt man fürs Töten mehr Punkte. Das heißt, man bekommt jetzt fast doppelt so viele Punkte, wenn man ein Vieh latzt, wie wenn man, naja, als Pathfinder ein Vieh latzt. Und natürlich extra viele Punkte, wenn man einen Tyrannen latzt. Und nicht nur beim ersten Mal. Das heißt, es gibt jetzt schon viele Tyrannen, die kann man auf Level 28 so easy latzen. Und das ist auch noch relativ schnell. Und so kann man eigentlich in wenig Zeit doch einige Punkte scheffeln. Aber ich glaube, dieses 9 plus Ultra an Punkten, das habe ich schon ein bisschen versaut. Zum Beispiel als Outfitter habe ich jetzt schon alles an Punkten versaut. Hätte ich regelmäßig zum Outfitter gewechselt, wenn ich hier, sag mal schnell. Zum Outfitter gewechselt, wenn ich meine Ressourcenpunkte, also meine Miranium abgegeben hätte, dann wäre das um einiges easier gewesen, also um einiges hätten wir dann um einiges mehr Punkte schon gehabt. So. Ich zeige euch mal, was ich genau meine. Natürlich ein bisschen davon, ein bisschen davon. Und bam. Und seht ihr, 180 Punkte. Einfach so. Und wir haben eine Trophäe bekommen. Also keine Trophäe, sondern so ein Bolo-Ding. Wow. Für das Killen dieses Viehs haben wir einen Punkt bekommen. Ganz schön nah rangezoomt, ne? So. Das ist zwar vielleicht ein bisschen übertrieben, aber passt. Machen wir mal einen Autosprint rein. Und dann kann ich die Map... Na. Dann kann ich die Map auch selber steuern. So, wir laufen unten lang nach Oblivia. Ja, wollen wir den latzen? Oh Gott. Ich freue mich, wenn wir Scales haben, dann können wir auch fettere Viecher mal latzen. Also so ein Vieh natürlich noch nicht, aber momentan ist es tatsächlich so, dass ein Apex das größte ist, was man so latzen kann. Zum Beispiel hier diese Sinicula. Die ist ein Level unter uns, aber ich glaube, die wird uns trotzdem noch nehmen. Im Scale ist die aber kein Problem, denke ich. Gar kein Problem. Übrigens für Screenroulette-Spieler, die wissen, dass ich gerade voll den Umweg laufe, nicht böse sein. Aber gut. So krass mit der Map vertraut sein, dass man das weiß. Das ist Respekt.